Willkommen zurück bei Grim Dawn, wo ich fast versucht bin, erst nochmal da drüben hinzugucken. Aber nein, 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 wir gehen hier rein. Sonst machen wir das eh nicht mehr. Fällt mir ein. Naja, egal. Passt schon. Jetzt gerade meinen Folgentimer leider nicht im Blick, aber das kriege ich auch so irgendwie geregelt. Hoffe ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der haut ganz gut rein. Also nicht der Folgentimer, sondern der, wie ist das Vieh? Der Briarthorn. Blalala. Das ist auch so ein... Da breche ich mir noch dreimal die Zunge dran, das weiß ich jetzt schon. Ich bleibe hier einfach mal stehen und lass die mal machen. Ist jetzt nicht unfassbar schnell, aber es funktioniert. Also wenn ich mir drauf kloppe, ist immer noch schneller, aber die tragen ihren Teil schon ganz gut dazu bei. Ich finde es großartig, wie er einfach auf diesen Knochenhaufen volles von draufhaut, wie auf so einen haudenden Lukas und dann irgend so ein Item daraus ploppt. Das ist schon ein bisschen geil. Ah, finde ich super. So, hier war noch ein Stein. Darf ich den umdrehen? Danke. Zeigt sich hier schon ein bisschen. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Ach, das ist wieder so ein Untouched Meal. Ja, okay. Warum liegt hier eigentlich eine unangerührte Mahlzeit mitten in irgendeiner Höhle? Bei ganz vielen Monstern. Finde ich ein bisschen suspekt, aber okay. Was ist denn das hier? Slith-Altar, okay. Ist auf jeden Fall mal irgendein fettes Vieh. Das... Boah, Alter, das macht nicht wenig Schaden. Alter, vor allem toastet das mal meine... Minions fast weg. Können wir mal kurz einen Meter weggehen? Ja, so viel dazu. Naja, cast ich die eben neu. So, und dann... Alter, das Freezen nervt schon ganz gut, ey. Und auch gefühlt einen unerschöpflichen Mana-Pool, der Gute. Wow. Na, jetzt stirb schon. Danke. Chilled Steel. Ach, der hat, ich wollte gerade sagen, das war schon, aber der droppt ja noch ein, wie heißen die denn, Loot Orb? Irgendwie so. Noch mehr Scrap und Iron Bits und dann haben wir gleich noch diesen Altar. Bevor wir uns aber um den Altar kümmern, caste ich mal eben meine Pets nach. Wer weiß, was da rauskommt. Dann kurz ins Inventar geguckt. Fire Damage, Burn Damage, ja, wird verkauft, weiß ich jetzt schon. Uninteressant, uninteressant. Gott, wir müssen langsam echt mal verkaufen. Ja, ist alles so mäßig. Ist alles nicht so richtig geil. So. Hat sich hier irgendwas... Gott. Unübersichtliches Inventar ist unübersichtlich. Schon deutlich besser. Warum ist denn hier was weg? Das verstehe ich. War da irgendwas, was nicht vollständig war? Offensichtlich.
Ach nee, wir haben jetzt zwei vollständige. Verstehe. Ach krass, die stacken, ja, das ist natürlich nice. Das ist natürlich echt nice. So, aber das will ich erstmal nicht weiter haben. Okay, das hätten wir auf jeden Fall erstmal schön sortiert. Achso, den Altar anklicken nicht vergessen. Okay, da kommen Items raus. Das, naja gut, nachdem schon ein fettes Monster davor stand, war das irgendwie fast zu erwarten, dass nicht noch, auch noch ein fettes Monster damit beschworen wird. Also nochmal ins Inventar gucken. Nochmal einen auf den machen. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Polished Emerald komplett. Und irgendwas haben wir offenbar... Davon haben wir jetzt zwei. Die Waffen sind leider alle eher so meh. Die Rüstung könnte man sich überlegen, weil sie eben einen höheren Rüstwert hat. Dafür weniger Defense und Offensibility, ein bisschen zumindest. Ich glaube, dafür ist der Wert, also der Rüstwert, nicht hoch genug, als dass ich das jetzt unbedingt tauschen müsste. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? War es das etwa in der Höhle? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Andererseits, Gott, dieses Pfeifen gerade im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob jemand mal das Hörspiel, da gibt es auf jeden Fall garantiert mehrere von, auch Hörbuch und Stuff, zu Lovecrafts Berge des Wahnsinns gehört hat. Also wirklich Hörspiel mit mehreren Sprechern, unter anderem mit David Nathan. Da kam so ein Pfeifen dann auch häufiger vor. Das klang dem gerade sehr, sehr ähnlich. Und das war, dieses Pfeifen tritt nicht auf, wenn demnächst gute Sachen passieren. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier gleich irgendwelche alten Wesen aus dem Void kommen und meine Seele essen möchten. Das fände ich sehr, sehr unangenehm. Das Untouched Meal lasse ich da jetzt einfach mal liegen, weil ganz ehrlich, nein. Mein Stamina sieht ganz gut aus. Bis auf das bisschen, was da fehlt. Ja, stattdessen gehen wir mal hier raus und schauen, wo wir landen. In einer Horde Monster. Big fucking surprise. Das ist wahrscheinlich ein ganzes Stück weiter nördlich. So, ach nee. Ja doch, ein Stück. Wobei, hier sind wir so. Nee, wir sind hier unten reingelatscht, ne? Glaube ich. Klingt zumindest so, als wäre das logisch. Ich glaube nicht, dass du davon kommst. Kannst du total vergessen. Alright. Was geht hier sonst noch so ab? Mehr von den Viechern. Gott, könnt ihr mir nicht so viel Staub aufwirbeln? Hier mal nicht so ein Kabak. Okay, das war unspektakulär. Nö, was haben wir hier sonst noch so? Mehr Rifthounds, mehr Wasser, mehr von dem, was wir bereits kennen. Gibt hier noch irgendwas Spektakuläres? Nein. So, unten hatten wir alles aufgedeckt und dann können wir ja jetzt eigentlich hier straight nach oben gehen. Hab garantiert irgendwo irgendwas übersehen, aber naja, was soll's. Nice. Ein episches Item, was ist denn das? Glas klingt, Armor klingt so, als wären das irgendwelche Handschuhe oder ähnliches oder Armschienen. Handschuhe haben wir hier nicht wirklich. Das ist ja meist alles eher Armpanzerung. Ja, krass, wir haben jetzt letztendlich schon drei epische Items gefunden. Das ist eine. Also epische Items sind hier quasi Uniques. Also die schwächere Sorte von Uniques. Es gibt auch noch Legendaries, die findet man aber in der Regel erst auf höheren Schwierigkeitsstufen.
So, was kann das denn? Und kann ich schon tragen? Ab Level 16. Macht Cunning, Evasion, Pierce Resistance ist ganz nett. Ansonsten ist das aber auch schon eher mehr so ein Bogenschützending, habe ich das Gefühl. So, kann ich hiervon nicht eigentlich inzwischen was tragen? Nein, erst ab Level 14. Grütze. So, was geht hier nur ab? Ein 27. Journeyman's Pack, wo Heiltränke rauskommen. Muss mal gucken, wie groß die Heiltrank-Stacks überhaupt sind. Nicht, dass das irgendwie nur maximal 10 sind und ich hier dann super viele Heiltränke im Inventar rumschleppe, die ich überhaupt nicht brauche, die nur Platz wegnehmen. Aber danach sieht es ja dankenswerterweise bislang nicht aus, oder? Nö, die stacken ganz gut. Steht hier irgendwie drin, wie weit man die stacken kann? Nein. Aber, naja. Bis 40 wohl mindestens. Vielleicht auch eher bis 50, wenn sie da einen Rundenwert draus gemacht haben. Ich frage. Da unten könnte noch was sein. Da waren wir nicht wirklich, oder? Naja, egal. Da latsche ich jetzt nicht nochmal hin. Die Frage ist, kommt hier demnächst noch ein neuer Wegpunkt? Ich würde ganz gerne mal mein Inventar leeren. Ein bisschen Stuff verkaufen. Oder vorne steht aber auf jeden Fall irgendjemand. Oh. Building Site. This bridge once connected White Mile to Burwich. If you wish to cross, bla bla bla, 3 Scrap und 2500 Iron Bits. Aber... haben wir. So, da unten ist aber trotzdem noch irgendwas. Das ist noch ein Höhleneingang. Okay. Nee, ganz ehrlich. Erstmal Portal. Und ab hierhin. Thanks for saving. Oh Gott, welche Stimme hatte ich ihm gegeben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ihn gerettet und er ist total glücklich. Ach, und er hat jetzt auch einen Shop aufgemacht. Das ist okay. Dafür kriegen wir Reputation. Oh, 500. Nice. Sind wir da mit im Rang aufgestiegen? Also im Ansehen? Ach, guck mal, genau. Und der verkauft jetzt auch diese Ribbons. Und die Ribbon geht unter anderem hier mit hin. Und die... ah, will ich haben. Aber die finde ich wahrscheinlich dann auch demnächst selber. Aber... 5% XP mehr, das ist schon ganz nice. Aber erstmal verkaufe ich jetzt den ganzen Shit. Alles weg, du weg. Will ich dich behalten? Weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Auch weg, auch weg. Alles weg hier. Du kommst weg. Du kommst weg. Die packe ich mal in die Truhe. Du kommst weg. Das kommt damit hin. So, es ist doch alles schon mal ein bisschen übersichtlicher hier. Was haben wir denn hier noch rumliegen? Weg. Ach komm, wir haben genug Gold für 603. Ich weiß, ich werde eins finden, bevor ich Level 14 bin, aber ich kaufe das jetzt trotzdem. Mist, das... hallo? So, hier drin noch irgendwo Stimmung? Nicht so. Was hatte ich hier eigentlich reingelegt? Ach, das war das Ding. Ich erinnere mich. Okay. Wie sieht's denn jetzt eigentlich mal in unserem Faction Rank? Immer noch tolerated. Wie viel fehlt noch? Okay, 62 noch. Also wahrscheinlich mit der nächsten Quest dann. Wobei, wie ist denn das so ein Kummer wert geworden? Ach so, dadurch, dass wir Cronleys Gangmitglieder töten, kriegen wir da auch Ansehen. Verstehe. Und hier steigen wir auch im Rang, indem wir Untote töten. Okay. Nice. Gut, geht hier sonst eigentlich noch was? Du redest erst... ja, ja, nein, dein Apprentice haben wir noch nicht gefunden. Barnabas ist auch glücklich, ne?
gucken nochmal. Nicht, dass der sich noch überlegt hat, eine weitere Quest zu bekommen. Nee, alles schön. Können wir... Also es wird wahrscheinlich erst freigeschaltet, wenn wir den Endgegner vom ersten Akt besiegt haben. Chester redet nicht mit uns. Und... Ach doch, das können wir jetzt theoretisch schon machen. 6 Scrap und 3000 Iron. Da fehlt aber ein Scrap noch für. Aber das kaufe ich jetzt, glaube ich, einfach mal, oder? Dann ist das erledigt. Also, wie teuer ist denn das? Ach komm, 800, ja, geschenkt. Danach bin ich zwar fast pleite, aber was soll's. Ist das wenigstens erledigt und wir müssen uns dahinter keine Gedanken mehr drum machen. Und jetzt haben wir das Material ja gerade. So. Brücke repariert. Hier. Das ist aber theoretisch... Also wir werden wahrscheinlich hier gleich feststellen... Ja, die sind Level 18. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Auch eine Möglichkeit zu sagen, nee, du solltest hier noch nicht hingehen. Das lassen wir dann mal schön sein. Okay, dann... Ja, gehen wir nochmal zurück. Foggy Bank haben wir. Burwich Outskirts, den... Oder? Nee, erstmal kommt noch Foggy Bank, ne? Was ist denn das hier? Ach nee, Foggy Bank haben wir. Ist das... Burwich Graveyard? Ich kann die ganzen Beschreibungen hier irgendwie nicht den einzelnen Dingern zuordnen. Ist die Map irgendwie... Ach, Entschuldigung, ein bisschen zu verwirrend. Aber das... Ach, genau, hier gab es ja noch die Höhle. Aber ganz ehrlich, dann mache ich hier mal eine kleine Unterbrechung, oder? Ja, wir gucken nochmal in den Eingang. Hier scheint ja schon irgendwie Beef zu sein. Flooded Passage. Ach, Quatsch, hier ist auch ein Wegpunkt. Ach, wahrscheinlich kommt man hier dann auch irgendwie... nach Burwich oder so, wenn man die Brücke nicht reparieren kann. Schätze ich mal. Na okay, wir erkunden die Höhle auf jeden Fall mal in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.